zweifacher Weltmeister. Oh, jetzt muss ich erst noch mal gucken. 1,97 Meter groß, 95 Kilo schwer. Also ein super Schwergewichtler. Beruf Sportwissenschaftler. Sprachkenntnisse Englisch, Deutsch, Französisch. Was steht da? Kann ich gar nicht alles lesen. Verein, in dem das Rudern erlernt wurde, das war der RC Witten. Aktueller Verein, auch der RC Witten, Trainer und Talentsicherung. Sichtung. Trainer und Talentsichtung ist das. Aktive Sportarten, Rudern, Radfahren, Skifahren. Also, die Titel, jetzt kommt es. Zweifacher Weltmeister, Vize-Weltmeister, Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Wann war das? 1988. 13 Mal deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch! Ja, lieber Dieter, liebe Freundinnen und Freunde des Boxsports, das ist natürlich schwer. Ich wundere mich auch ein bisschen, Dieter, keiner schreibt mit. Du hast auch nicht gesagt, dass wir ja doch schon einen kleinen Test schreiben. Wir wollen ja noch ein bisschen auch hinterher wissen, was ist eigentlich hängen geblieben. Ich möchte ein wenig versuchen, diese Sportart Rudern einfach mal zu erläutern. Und der Dieter hat es ja auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt eigentlich unwahrscheinlich viele Parallelen. Also jeder, der mal Leistungssport betrieben hat, Leistungssport, und auch fast egal auf welcher Ebene, berichtet immer so von ähnlichen Dingen. Und ich will einfach mal versuchen, an der Sportart Rudern noch ein bisschen klar zu machen, was das sein kann. Und ich denke mal, gerade wir haben auch etliche Anknüpfungspunkte zum Boxsport. Das wissen vielleicht viele. Was soll ich da schon sagen? Also, Witten, weil ich will auch nicht ganz von vorne anfangen. Witten ist seit langer Zeit meine Heimat, bin dort schon zur Grundschule gegangen. Habe aber eigentlich, und ich denke mal, das gilt ja auch für viele, begonnen hat das Ganze durch meine Eltern, die beide keinen Leistungssport gemacht haben, aber beruflich sehr aktiv sein mussten und die eigentlich mit uns drei Söhnen letztendlich dauernd Bergtouren gemacht haben, natürlich an jedem schönen Tag ins Schwimmbad gegangen sind, sehr viel Radtouren unternommen haben. Und sie haben uns sozusagen damit so einen Zugang gegeben zum Sport. Das ist ja etwas, was häufig jetzt jungen Menschen heutzutage auch fehlt. Und dann kam etwas, und ich glaube, das war schon für mich persönlich ein ganz wichtiger, wie man das heute nennt, so ein Meilenstein. Das war die Anwendung in einem Turnverein. Da sagen ja viele, oh, Turn, Gerättouren, was ist das? Nein, ein wirklich klassischer Turnverein, wo man im Winter natürlich auch an Geräte ging, wo man letztendlich sämtliche Spiele mal durchspielt. Man hat dort Fußball, Basketball, Handball gelernt und den ganzen Sommer über die leichtathletischen Disziplinen. Ich muss sagen, das war eigentlich... Ich wünsche das eigentlich jedem Kind heutzutage, dass man eigentlich zunächst einmal, bevor man eben schon als Sechsjähriger im Fußball anfangen muss, sozusagen in der sogenannten Pampers Liga, dass man zunächst einmal so eine Grundausbildung bekommt. Also mir, da waren eben so ganz viele Aspekte, man merkt dann auch ganz schnell, was gefällt einem da. Beim Laufen habe ich gemerkt, je länger die Strecke, umso lieber war mir das, anderen liegt ja eher die kurze Strecke. Das waren so etliche Jahre im Turnverein, das endete dann irgendwann, weil man das Reck nicht mehr so hoch machen konnte. Weil bei der Riesenfelge kam ich immer mit den Füßen. Jetzt aber zum Rudern. Wie ist es dazu gekommen? Unser Verein in Witten hatte und hat immer noch eine Kontaktschule, wo sie versuchen, die haben sehr viel auch andere Schulen, wo sie Projekte machen, aber eine Schule, das war damals das städtische Junggymnasium in Witten, inzwischen heißt das Ruhrgymnasium, die ist gemischt. Und da gab es schon immer den Kontakt. Das heißt, Trainer gingen dorthin, sind in den Klassen, meistens so bei den 11, 12-Jährigen durchgegangen, haben geguckt, was du bist groß und du, dann haben ein bisschen den Sportlehrer gefragt, kann der laufen? Jo. Und die dann in den Verein gegangen. Und es kam dazu, mir hat das nie gefallen. Also in meiner Klasse rudern damals 6 im Verein. Ich bin immer mit denen mitgefahren, habe mich dann schlecht gesetzt, habe gedacht, ist das langweilig. Und habe dann hinterher gesagt, komm, jetzt lass uns mal noch eine Runde Radfahren. Das heißt, diese Sportart, ich habe das nie erkannt, was ist, steckt da eigentlich drin. Und dann kam irgendwann mal der Trainer, auch ein erfolgreicher Ruder, aber auch bei Olympischen Spielen, Finalist. Und der hat gesagt, komm mal mit, setz dich mal mit mir zurück. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das. Und da war, das ist glaube ich, was viele vielleicht in den anderen Sportarten auch mal.
Da war mir in der Einheit klar, das wird dein Ding. Weil für mich war Rudern, das glaube ich für viele, ja, so Pinseln, anstrengend und nee, also letztendlich, das ist ja ähnlich wie die Galeerensklaven früher sozusagen als Strafen machen. Was sollst du jetzt? Das schien ja auch langweilig. Ruderer trainieren am Tag etwa in der Normalzeit 25, 30 Kilometer, in den Hochzeiten 40 bis 50. Das heißt, jeden Tag 3-4 Stunden immer das Gleiche machen. Da habe ich gedacht, das macht doch keinen Spaß. Und dann kam eben dass dieser Trainer der hat sich mit mir in Zweier gesetzt. Und ich glaube, meine Frau weiß das auch ein bisschen, als wir uns dann mal reingesetzt haben. Wenn einer das richtig gut kann, dann kann er mal einen mitnehmen und kann ihm mal so ein bisschen dieses Gefühl in den Rhythmus. Und da habe ich gemerkt, es ist kein Schlag wie der andere. Und du musst arbeiten. Nicht jeden Schlag dir sozusagen erarbeiten. Und das hat mich dann fasziniert. Und dann kommt natürlich so eine harte Schule, da muss man es erstmal richtig lernen. Aber so hat das Ganze begonnen. Also hätte mich nicht jemand ins Boot gesetzt, wäre ich nie Ruderer. Das kann ich nur ganz klar sagen. Und ich glaube, das kann man auch in allen Sportarten immer wieder motivieren. Nehmt die Leute mal mit in den Sport und versucht ihnen eigentlich diese Faszination so ein bisschen klar zu machen. Ja, dann ist es im Rudern immer so, das will ich jetzt vielleicht auch mal so herausstellen, wir sind an sich ein Mannschaftssport. Ne? Also ganz bekannt ist natürlich hier in Dortmund der Achter, der seit 1988 jetzt wieder ganz weit, auch wenn er in diesem Jahr mal Zweiter geworden ist, aber eigentlich immer seit Jahrzehnten ganz, ganz vorne mitfährt. Wir haben in diesem Jahr die beiden Skull, das, wo man mit zwei Rudern rudert, die haben beide eine Goldmedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Das heißt, gerade die deutschen Ruderer sind in den Großbooten extrem gut. Aber wie entstehen diese Großboote? Grundsätzlich durch Kleinbootselektion. Das heißt, die besten vier Einerfahrer saßen in den Doppelvierer und die besten Zweierfahrer, könnt ihr euch vorstellen, der Windruder kann man nicht alleine, weil dann fährt man immer so im Kreis. Das ist der Dortmund-Ems-Kanal zu schmal. Da sitzt immer einer Backbord, einer Steuerbord. Das kleinste Boot ist der Zweier ohne Steuermann. Und die besten vier Zweier sitzen dann im Achter. Es gibt noch so, wenn das interessiert, kann ich noch. Natürlich kann man mal, es war in diesem Jahr, aus den besten Zweier hat der Holtmeier einen rausgenommen und den anderen im Vierer gestellt. Das hat andere Gründe. Ich kann da vielleicht kurz mal auch was sagen. Wie stellt man denn eigentlich so eine Mannschaft? Aber letztendlich geht es bei uns darum, und Ruderer machen von daher auch sehr viel individuelles Training. Jeder möchte eigentlich das Rudern im Kleinboot, möchte sich dort auch zeigen. Naja, also das ist von daher, versuchen alle auch einen guten Einer zu fahren, immer wieder. Und dann möchte man aber eigentlich in das Großboot. Das hat natürlich in diesem Jahr dazu geführt, dass wir eigentlich im Einer und Zweier gar nicht, wir waren gar nicht im Finale. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Dazu muss man eben wissen, weil unsere Besten eben sozusagen in diesem Großboot sind. Ja, wie sieht das Ganze jetzt so aus? Also ich bin dann auch jetzt vom Rudern her einfach vielleicht so einzelne Stationen. Natürlich zunächst mal im Juniorbereich. Ich bin relativ spät dann dazu gekommen, mit 16. Ne, gerade dann, als der Trainer mich, irgendwann hat gesagt, jetzt musst du auch mal da einsteigen. Und bin dann sozusagen, also mit 16 in der Juniorklasse noch gefahren, dann in der Erwachsenenklasse und dort relativ schnell auch nach oben gekommen. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil war in dem Alter dann die Ansprache. Ich habe einfach auf irgendeiner Regatta damals, das war Klaus Walkenhorst, den Studiumleiter vom Ruderzentrum in Dortmund, den wir angesprochen haben, gesagt, mal, warum sind Witten? Wir haben keine Partner, es ist niemand mehr da, können wir da nicht was machen? Und so ist sozusagen auch dieser Kontakt nach Dortmund entstanden. Der war zwar mal Herdecke, oder? Bruder Club Hansa Dortmund. Der Klaus Walkenhorst war Stadtdirektor in Herdecke, ganz genau. Und dadurch hat sich das Ganze so ergeben. Dann war so ein Aspekt in Dortmund vor ein sehr guter Zweier. Das waren später unsere Partner dann, Kessler Putlitz, mit dem wir letztendlich die ganze Zeit auch zusammengefahren sind. Aber eigentlich fuhren wir Zweier. Und zwar war das mein Bruder und ich. Das ist auch eine ganz kurze Anekdote, weil ich denke, das ist wichtig. Ich weiß noch ganz genau, wie das anfing. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger, in den ganzen jüngeren Altersklassen. Das ist im Fußball ja auch so, ist immer so meistens über 2 Jahre. Wir konnten nie zusammen. In der Erwachsenenklasse wird das dann ja ein bisschen weiter gestreckt. Und wir saßen in München. Ich bin selbst auf der WM in München gefahren. 1981 noch nicht so erfolgreich. 7. Platz, aber auch nicht schlecht. Und saß dann auf der Tribüne hinterher mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Und es gewannen 3 Brüderpaare Medaille. Kapin ist vielleicht auch bekannt, das war der gegen Kolb, den man den Alter Punkt mit seinem Bruder. Damals die Hansens wurden Weltmeister im Doppelzweier. Und
Da sagte ich, Bruder, lass uns doch mal zusammenfahren. Ich weiß nicht, meine Mutter sagte, ihr bringt euch doch um. Also waren wir verstanden uns eigentlich nicht. Und das kann man vielleicht auch mal sagen, der Sport hat uns sowas von zusammengerauft. Ich meine, einer aus der Familie weiß das ja auch ein bisschen. Ich glaube, es gibt nichts Unterschiedliches als mein Bruder und mich. Und meine Mutter sagt, das wird doch nichts. Und das hat super geklappt. Wir haben seitdem auch ein viel, viel besseres Verhältnis. Wir haben uns wirklich bezüglich dieses Sports unwahrscheinlich gut zusammengerauft. Ne? Differenzen gab es nicht. Wir haben das gelernt. Ich habe es auch gesehen, der hat Locken, du nicht? Ja, hallo. Der hat Locken. Ja, ja. Mein Bruder hatte mal. Hatte. Oh, der sieht ganz anders aus. Der hat nicht mehr so viel. Ja. Also so ist das Ganze entstanden und dann, also wir sind dann Zweier gefahren, es stellte sich dann schon in der nächsten Saison raus, wir fuhren den schnellsten deutschen Zweier, also dieses Kleine, wo man sich eben qualifizieren kann, und den zweitschnellsten fuhren unsere Dortmunder Freunde. Trotzdem wollten mein Bruder und ich, uns war das ganz, wir sind auch in dem ersten Jahr dann auf der WM im Zweier gefahren, auch erfolgreich im Finale und dann haben wir aus Das war wirklich Spaß. Wir haben uns ein altes Boot in der Ruderakademie Ratzeburg genommen. Das lag da schon seit 2 Jahren ein bisschen eingestaubt und haben das auf der Regatta mal ausprobiert. Also im Rudern ist es so, ich glaube, es gibt es auch in ganz vielen Sportarten, man muss mal die Geschwindigkeit erhöhen. Die Leichtathleten laufen schon mal weg ab, Frequenz erhöhen. Die Ruderer gehen in das schnellere Boot. Also Zweier Ruderer fahren Vierer, Vierer Ruderer fahren Acht. Ja. Und das war der einzige Hintergrund. Ne? Also wir haben, der Trainer sagte, wir fahren Samstag den Zweier, den sind wir sehr gut gefahren. Und das fahrt er dann mal, fahren wir diesen Vierer, der ist hier verstaubt, Staub abgemacht, reingesetzt. Und wir gewannen gegen die DDR. Und das war damals, war das wirklich die Top-Nation. Also eigentlich war es bis zur Wende, war es die Top-Nation im Ruder, immer auf Platz 1 sozusagen. Und da haben wir gedacht, aha, ne, das ist ja. Also wir waren wirklich, wir waren megamäßig überrascht, auch der Trainer, hast du ja auch kennengelernt, Günther Petersmann, Locke, der sagt auch, dass man muss das ausprobieren. Also passt so eine Mannschaft, harmoniert die. Das hat sich dann da ergeben, man kann wirklich sagen, durch Zufall, dann haben wir gesagt, wir fahren noch eine Regatta, die haben wir wieder gewonnen, gegen etliche damalige sogenannte Ostblockstaaten. Dann haben wir gesagt, wir fahren den Vierer. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in dem Jahr letztendlich ungeschlagen und dann sogar direkt Weltmeister wurden. Da gehört also auch ein bisschen Glück dazu. Ich will vielleicht noch mal so ein bisschen versuchen, ich glaube, das gilt heute noch. Was macht so Rudern aus eigentlich? Was muss man? Rudern ist kein Kraftsport, das denken manche. Rudern ist also, und jetzt kommt es aber wir machen ganz viel Krafttraining. Wir machen überhaupt sehr viel Training von anderen Sportarten. Jetzt darf ich vielleicht noch mal ein bisschen zum Boxen kommen. Das ganze Auftreten, Aufwärmen, Seilchenspringen und so weiter, das haben wir damals mit Boxern gemacht bei uns. Und zwar zunächst beim Kohlenkeller in diesem Ruhrgymnasium, in diesem städtischen Gymnasium und später in anderen Hallen. Also wir wollten ein bisschen diese Beinschnelligkeit, da haben wir erkannt, also Ruderer versuchen immer, weil sie von allem so ein bisschen haben. Wir sind sehr viel mit Radfahrern gefahren, wir haben mit Gewichtheber viel gemacht. Also wir haben immer wieder versucht anzudocken, aber nicht das zu kopieren. Weil wir wollten ja nicht, Boxen war nicht unsere Sportart, aber wir konnten bestimmte Aspekte aus deren Training und wir haben gesagt, wir sind unten, Ruderer werden schnell zäh sonst. Wir haben erkannt, denkt man ja auch weiß nicht, Boxer haben da etwas in ihren Trainingsformen, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Ich will da nur kurz was ergänzen. Ein bekannter Boxtrainer hat einmal gesagt, das Boxtraining ist wie der Versuch, einen Fisch zu fangen. Es geht nicht um Kraft, sondern um Technik. Und bei Boxen, wer wirklich mal geboxt hat, weiß das. Die Schlagkraft kriegt man nicht, weil man dicke Muskeln hat, sondern der Wille, der Geist, die Flamme muss da sein. Dann kann man auch was erreichen, da kann auch jemand K.O. schlagen, aber nicht nur. Ja. Ja, das funktioniert wirklich gut. Also von daher diese Aspekte, die da so reingekommen sind, wenn man jetzt schaut, was braucht man eigentlich jetzt für einen guten Ruderwettkampf? Ich denke, wenn jemand so eine Sportart anfängt, und man kann ja immer nur jungen Menschen sagen, probier doch einfach mal aus. Guck mal, was dir Spaß macht. Und manchmal erkennt man auf einmal, ja, ich kann schwimmen, fand ich toll, aber ich war nicht so schnell. Ich kam relativ weit, ich fand auch Radfahren toll. Radfahren war eigentlich, ich mache das immer noch am liebsten, Radfahren. Aber ich habe gemerkt, im Wettkämpfen, nee, ich konnte nicht, ich hatte nicht das Optimum. Und dann erkennt man plötzlich auch Rudern, das ist was. Trotzdem muss man dann ja immer noch hart trainieren. Nee, man kriegt das dann nicht geschenkt, aber man hat eine Chance in dieser Sportart, wenn man erkennt, beim gleichen Training kann ich das schneller lernen, ich werde schneller als andere und komme dann langsam vorwärts. Das liegt wirklich am Talent. Und deswegen, ich will vielleicht noch mal ein bisschen
damit bleibt auch klar, der Achter in diesem Jahr, ich meine, vielleicht haben das manche gesehen, das Achterrennen in diesem Jahr, wo sie Zweiter wurden, und das Achterrennen 2012, das waren ja nur 2 Sekunden jeweils. Aber ich glaube, Silvia, du wirst das ja bestätigen, nach 600 Metern habe ich dir gesagt, das wird nichts mehr. Das würden die Jungs auch und haben sie auch bestätigt. Woran liegt das? Man muss im Rudern, eine Sache muss man sozusagen haben, man muss auf der Strecke, das dauert ja immerhin fast 6 Minuten, muss man ein hohes Tempo fahren können, ohne sich aufzurauchen, sagen wir. Also ohne sozusagen hinten einzubrechen. Das ist eine Grundgeschichte. Damit wird aber keiner Weltmeister oder Olympiasieger. Das nächste ist, dass man dann taktieren muss. Das heißt, man muss angreifen, ne, und man muss auch einen Gegner mal fahren lassen. Also es hat keinen Zweck dauernd, kann man sich vorstellen. Die simpelste Taktik sagt ja immer, ja, schön vorne vorlegen beim Start und immer wenn der andere kommt, machst du einen Spurt. Ja, schön wäre, es geht aber nicht. Ne, weil die Physis ist ja irgendwo, man hat in diesem Jahr zum Beispiel, wer das gesehen hat, bei den Engländern gesehen, die haben keinen Spurt gefahren, sondern die fuhren ein ganz klein bisschen schneller als die Deutschen. Da kann man nicht gehen. Der Steuermann hat völlig richtig entschieden, hat gesagt, da gehen wir jetzt nicht gegen, sondern wir suchen uns eine Stelle, da greifen wir sie nochmal an, mussten aber auch erkennen, dieses Jahr wird das mit dem ersten Platz nicht. Und ich fand das dann grandios, dass die es dann den zweiten Platz wirklich ganz, ganz hart sich erkämpft haben. Denn die Jungs wussten auch genau, 500 Meter von uns, wir werden nicht Olympiasieger. Und dann zu sagen, jetzt wollen wir auch unbedingt Zweiter werden, das ist so ein Aspekt. Und 2012 war es anders. Da sind manche nervös geworden, weil der englische Achter unseren ja mal kurz, ja, der hat genau das gemacht, der hat auch unseren Achter angegriffen. Nee, weil es nichts anderes gibt bei uns. Angreifen kann man aber nur, wenn man in etwa in der gleichen, und ich denke, das ist so im Boxen ähnlich. Das macht nur wirklich Spaß, so ein Wettkampf, wenn die beiden Kontrahenten in etwa ein gleiches Niveau haben. Wenn einer viel stärker ist, macht das weder dem Spaß, noch dem Unterlegen. Im Rudern ist es immer so, durch unsere Vorkämpfe entwickelt sich das so, dass die Finalisten eigentlich nur in etwa auf einer Höhe sind. Die können dann gegeneinander kämpfen. Es macht dem Rudern keinen Spaß, wenn jemand 20 Sekunden langsam ist. Der kann nie angreifen, der fährt von Anfang an sozusagen hinterher. Jetzt vielleicht noch, ich hatte das gesagt, so ein wenig, wie ist so eine Mannschaftsaufteilung? Rudern sieht ja auch immer so aus, das machen alle gleich. Ich fand das auch wieder schön in den Interviews, der Doppelvierer jetzt, der aktuelle Olympiasieger, hat das genauso erzählt. Vielleicht kurz bei uns im Vierer, da gibt es ja immer einen Schlagmann, der ist sozusagen der Letzte im Ziel. Wir sitzen ja alle mit dem Rücken in Fahrtrichtung, dann wissen Sie, das ist aber auch eigentlich ganz simpel, kann man bei den Gewichthebern angucken. Der Mensch ist für so eine Bewegung gebaut. Das Heben, ne, er hat extrem starke Strecker hier und Armbeuge, das sind die stärksten Muskeln. Wenn ich das im Boden übertragen will, ohne Motor oder ohne irgendwelche Gelenke, dann geht das nur rückwärts. War schon immer so, das wird auch immer, ne, das wird definitiv ganz immer so bleiben. Eine Frage mal. Mein Sohn sagte auch, man sieht ja gar nicht, dass der Herr Sauer, dass der lenkt. Ja. Wie geht das denn da? Man sieht es auch nicht. Das ist minimal. Ja. Er muss allerdings schon ein bisschen bei Seiten legen und so weiter. Der hat diese Strippe an den Daumen und macht die immer nur. Und übrigens auch nur im Freilauf, das heißt, wenn die Blätter in der Luft sind. Das heißt, der steuert nicht durch, was in der anderen Phase viel zu viel bremsen würde. Das heißt, und das Steuern ist auch, wenn er schon mal gemacht hat, ist gar nicht so leicht und teilt so einen fairen Punkt an und muss eigentlich permanent versuchen, das Boot exakt auf der Linie. Jedes Steuern bremst natürlich das Boot. Ja. Nochmal kurz zu dem Schlagmann. Manche sagen ja, der Schlagmann macht die Schlagzahl, also die Frequenz, mit der gefahren wird. Das ist eigentlich nicht richtig. Der Schlagmann macht den Rhythmus. Jetzt muss ich wirklich, du musst mal jetzt nicht zuhören, Schatz, ne? Also. Das ist ähnlich wie beim Tanzen. Hey, du weißt ja sehr gut, ich kann guten Rhythmus im Rudern sehr gut, aber tanzen kann ich nicht. Also Ruderer, Schlagleute müssen andere mitnehmen. Das ist, glaube ich, das ist auch ein bisschen das Faszinierende, was mich auch damals. Man hat da plötzlich jemanden vor sich sitzen und der zwingt einen geradezu, da mitzumachen. Wir sind alle verbunden mit den Füßen, mit dem Boot. Das ist Ihnen jetzt gar nicht so ganz klar, aber wir sind verbunden. Ich kann sofort spüren, der will jetzt ein bisschen schneller, der will ein bisschen besser. Der Schlagmann, der macht nicht die Füße, sondern der Schlagmann gibt die Akzente, der setzt den Takt. Und das ist, und wir waren gerade am Wochenende auf der Mosel, ne, da erlebt man das in diesem breiteren Boden beim Üben, wenn da mal jemand auf Schlag geht, der das nicht hat, dann macht das nicht so wirklich Spaß dahinter. Weil jeder zieht so für sich.
Nee, also so ein Rhythmus, wo, deswegen haben wir immer ganz große Schwierigkeiten, Schlagleute zu finden für den Punkt. Damals war das mein Bruder, der das wirklich grandios immer wieder gestaltet hat. Das heißt, der muss da vorne, und dann kommt jemand dahinter, nee, also der ist jetzt meistens die Schlagleute jetzt auf der Backbordseite, dann kommt dahinter das Steuerbord, die haben erstmal die Aufgabe, den Schlag sowieso zu übertragen, weil die dahinter sehen ja nur die Blätter auf ihrer Seite, also zunächst einmal den Schlag. Und wir sagen immer, der dahinter, und das war bei uns dieser grandiose Kämpfer, wie der Dieter auch sagte, der war nämlich auch im Ergometer der Schwächste, und der sollte auch ein paar Mal in den Jahren rausfliegen. Wir haben es sogar mal miteinander probiert mit Stärke, und wir waren nie so gut. Weil der Junge konnte wirklich, wenn es drauf ankam, dann war so ein Verlass auf den, und wir haben die Dinger immer durchgehauen. Das heißt, der hat den Schlagmann vorne unterstützt, wenn so ein Tänzer vorne müde wird, das muss man spüren. Da geht es bei uns ganz simpel, dann zieht man etwas aggressiver das Boot unter sich weg und schon ist er wieder da. Und der dahinter muss spüren sozusagen, oh, der ist da vorne, der hat ein Problem und ich unterstütze den. Umgekehrt, wenn hinten jemand nervös wird und schneller rudern will, dann bremst er das ab. Das macht jetzt für jemanden, ich denke, in anderen Sportarten gibt es ähnliche Dinge. Also im Rudern ist dieses Zusammenspiel dieser beiden ganz wichtig. Jetzt mache ich mal, ich setze das auf Nummer 2, also dahinter noch eine Position, ganz im Bug. Ist immer in jedem Boot bei uns der Techniker. Man kann sich auch vorstellen, so ein Boot ist extrem wackelig. Wer schon mal, Dieter, hast du beim Skiff gesessen? Sicher. Ne? Ja, ne? Also unser Führer ist noch schlimmer, weil die anderen wackeln ja noch mit. Ja, sind halt extrem, und selbst ein Spitzenruderer kriegt so ein Boot nie ganz gestellt. Die sind leider so, weil sie dann schnell sind. Jetzt können Sie sich vorstellen, man spürt, da kommt Wind von rechts, das Boot will kippen. Das wäre für den nächsten Schlag fatal, weil da geht unwahrscheinlich viel Kraft verloren, weil die Blätter zu spät reinkommen, dann entstehen Gegenkräfte. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wie soll man das in so einem Vierer handeln? Wenn jeder anfängt, ein bisschen was zu tun, das sind immer die Bugleute. Und die sprechen höchstens mit irgendeinem Kommandowort an, wenn andere mithelfen sollen. Das heißt, die Bugleute versuchen, das Boot wieder in Takt zu bringen. Die Bugleute versuchen auch auszugleichen, wenn sie etwas, weil die sehen das, die sehen alle Leute vor sich. Ja, also von daher sind auch diese Positionen, deswegen wir manche mal rudern alle gleich, wir brauchen extrem lange, Ralf Volkmeier, bis er den Achter auf den Positionen dann bis jetzt ausprobiert. Den wieder nach hinten, ich teste mal, ich setze an in die Mitte. Dann war es bei uns noch so, dass ich dann die Taktik gemacht habe auf Platz 2, weil im Ruder muss man eben entscheiden, wo greife ich an, wo hat der Gegner seine Schwächen, die Endspurtsansagen, ne, ganz genau, weil... Ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei euch mit den verschiedenen Runden. Ich kann nur sagen, beim Rudern, alle, die ich kenne, machen das, die letzten Schläge werden angesagt. Ganz genau. Der Steuermann, der sagt exakt noch 30 Schläge, noch 20. Und ich kann Ihnen nur sagen, das darf nicht ein Schlag mehr sein. Wirklich. Man ist sowieso schon kaputt. Das kennt man von Wettkämpfen, die im Ausdauerbereich gehen. Und wenn dann einer sagt, noch 10, kann dann noch einmal sagen, es sind doch noch einer mehr. Weil die machen das alle nochmal richtig, das trainieren wir auch, das üben wir, das Finish. Und das war dann auch meine Aufgabe, sozusagen im Wettkampf mitzuzählen, die Schläge bei Gegenwind zu gucken, wie lange brauchen wir für die Marke und dann die letzten 30, 20 und 10 nochmal ganz exakt hinzusagen. Also das so ein wenig zu der Ruderei aus dem Wettkampfbereich. Was bei uns schön ist, damit will ich zunächst mal hier auch enden, ist, dass wir unser Sport auch sehr schön im Alter noch als Breitensport war. Ich habe gestern auch eine Tour gemacht mit vielen Leuten, war mit meiner Frau, also insgesamt mit 20 Leuten auf der Mosel am letzten Wochenende. Wir sind angekommen in Zell, das erste, die Boote kurz rausgeholt, dann sind wir alle erstmal in die Mosel gesprungen und haben uns da abgekühlt. Aber wir haben schön auch am Tag so, an dem Tag sogar 40 Kilometer gerudert. Also man macht da auch noch einen schönen Sport in freier Natur. Also ich bin da auch froh, dass ihr damit so einen Sport habt, den man hoffentlich auch noch sehr, sehr lange sozusagen da auch betreiben kann. Aber mit der Mosel nicht gehen? Na, wir fahren, die Ruder sind da recht pfiffig, ne? Die fahren eigentlich immer mit dem Strom. Ja, ich würde eigentlich an der Stelle ganz gerne, ich hoffe, ich komme so ein bisschen aus dieser Sportart so berichten. Dieter hat gesagt, bereite dich bloß nicht vor, habe ich noch nicht gemacht. Darf ich eine Frage stellen? Warum müssen wir immer die großen Boote besetzen? Ich denke das immer, wir haben dann doch bei den kleinen, waren wir doch diesmal ganz schlecht. Sag mal, einen Achter könnte man noch mehrere, einen Zweier, einen Einser und noch einen guten Vierer oder so etwas. Die Frage ist mehr als berechtigt und die stellen wir uns auch. Und man muss das eigentlich auch sehr kritisch sehen. Ja. Wir haben auf die Breite gesehen, lange nicht so schlecht abgeschnitten. Ja, meine ich auch. Das ist völlig richtig. Das wird natürlich politisch entschieden.
Also das ist 88, war ja selbst 88 ein Vierer, wir haben damals eine Bronzemedaille gewonnen. Wir waren damals noch die schnellsten zwei. Man muss ja einfach wissen, der Holtmeier-Achter ist die Jahre zuvor immer hinterher, immer. Ja. Fünfer, Sechser, immer, die sind immer nicht ins Finale. Das war die letzte Chance. Der war nicht deshalb so gut, weil man hat das schon eigentlich auch, ich weiß, damals Klaus Wartenhorst hat unheimlich an ihn festgehalten, hat gesagt, ein Jahr kriegt er noch. Die haben alle gesagt, schmeiß den Trainer doch raus, der hat doch nie Erfolg. Und dann hat man einfach nur gesehen, dieser Hype, ne, es ist ja, ich meine, im Vierer unter, ich persönlich fand das gut, das war okay, wir waren der Ruhrführer und, aber gerade wenn man in Dortmund ist, der Deutschland, ach, da ist natürlich was. Und da streben alle nach und wir sollten es alles wirklich überlegen. Ich glaube, wir hätten in diesem Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, auch mit den Trainern, ich weiß nicht, ob Walfonger es ganz genauso sehen würde, wir hatten einen Top-Zweier, den hat er eben auseinander, der hätte sicherlich die Bronzemedaille gewinnen können. Ein super, und das ist für den Ruderer natürlich auch ein Kleinbund. Ja. Der Vierer, der im letzten Jahr ja noch Fünfter war, ist ja dieses Jahr Zwölfter geworden, war auch umgebaut. Ja. Wir hatten den Original-Vierer, wenn der jetzt gefahren wäre, dann wäre der auch wieder, meines Erachtens, wäre ins Finale gekommen. Und der Achter wäre aber nicht Zweiter geworden, sondern Dritter oder Vierter. Und das ist eben so der Aspekt. Also es geht alles, muss man auch sagen, zu Lasten des Achters. Wir haben nicht mehr diese Breite. Also das schaffen wir einfach. Achter, das sind grandiose Leistungen. Aber mehr als acht so extrem herausragende Sportler haben wir nicht. Die kann man jetzt verteilen auf die Boote. Wir hätten sehr viel mehr gute Platzierungen. Ist völlig richtig. Medaillen. In den anderen Bereichen. Auch bei den Schools. Wir haben keinen Einer mehr. Wir hatten in Athen war Katrin Rutschow-Stockhorn Olympiasiegerin Beine. Wir hatten gar keine Qualifizierten. Nee. Nicht unter den ersten 18. Ja. Aber die Boxer waren gut. Die haben die Bronzemedaille gewonnen. Ja. Gut, dass der noch dabei war. Ja, das war's. Dankeschön.